Gemessen an ihren etwa 13.500 Einwohnern leistet die Nationalparkhauptstadt Schleiden Überdurchschnittliches in Sachen Klimaschutz und erneuerbare Energien. Schon früh hat die Stadt ein Klimaschutzkonzept erstellen lassen. Seit November 2012 wurde darüber hinaus an der Information, Beratung und Qualifizierung der Bürgerinnen und Bürger sowie angesiedelter Unternehmen und Verwaltung in Sachen Klimaschutz gearbeitet. So konnten im Laufe der Jahre zahlreiche Maßnahmen zur CO2-Einsparung realisiert werden. Auf der Energiekompetenzschau Enercom werden den Bürgerinnen und Bürgern darüber hinaus einmal im Jahr die neuesten Entwicklungen im Energiesektor präsentiert. Im und vor dem Kurhaus Gmünd stellen Aussteller aus der gesamten Region Produkte, Dienstleistungen und Informationen rund um Energie- und Klimaschutz vor. Dabei kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Energieerzeugung, Energieeinsparung, CO2-Bilanz, klimaschonendes Verhalten, all das sind Themen, die gerade im ländlichen Raum und hier bei uns im Kreise Euskirchen, insbesondere aber auch hier in Schleiden, eine große Rolle spielen und zunehmend auch an Relevanz gewinnen. Gerade für Schleiden, das sich selbst gerne als Hauptstadt des Nationalparks Eifel bezeichnet, ist die Thematik der regenerativen Energieerzeugung und des schonenden Ressourcenumgangs im letzten Jahrzehnt fast schon zur Kernkompetenz geworden. In Sachen E-Mobilität ist die Stadt ebenfalls Vorreiter und verfügt derzeit über die größte Ladeinfrastruktur für E-Mobilität im Südkreis. Mit 4 E-Ladesäulen und 5 E-Bike-Ladestationen setzt die Stadt gemeinsam mit touristischen Betrieben auf klimaneutrale Mobilität, die von Bürgern und Touristen gleichermaßen angenommen wird. Ja, die Stadt Schleiden ist für die E-Unternehmensgruppe ein ganz wichtiger Partner. Mit der Stadt Schleiden gehen wir aber auch darüber hinaus Partnerschaften ein in regenerativen Projekten. Wir sind gestartet in 2011 mit dem Solarpark Herrhahn auf einer städtischen Fläche und auch hier das Thema Wertschöpfung, regionale Wertschöpfung ganz stark in den Vordergrund gestellt, indem die Stadt als Eigentümer der Fläche eine Wertschöpfung erzielt. Die Stadt ist selber beteiligt an, ist an dem Projekt, das Projekt auch aktiv mit vorangebracht worden. Wurde von der Stadt und auf der anderen Seite hier die Bürgerbeteiligung über die Eifel Energiegenossenschaft, wo auch von Anfang an großer Wert seitens der Politik, seitens der Verwaltung gelegt wurde, auch bürgerliches Engagement. Durch den Erfolg des Handparks Herrhahn beflügelt, startete die Stadt Schleiden 2014 zu einem neuen Höhenflug in Sachen erneuerbare Energien. Mit 6 hochmodernen Windenergieanlagen wurde der Bürgerwindpark Schleiden realisiert. Jede der 6 Anlagen besitzt eine Leistung von 3050 Kilowatt. Die Gesamtleistung entspricht etwa 42 Millionen Kilowattstunden, was einer Versorgungsleistung von 12.000 Haushalten mit regenerativer Energie entspricht. Die Bürger der Stadt Schleiden erhalten vom Ertrag der Windräder einen jährlichen Bürgeranteil in Höhe von 120.000 Euro, wovon 30.000 Euro die Dorfgemeinschaften der direkt umliegenden Ortschaften bekommen. Die weiteren 90.000 Euro fließen in die Bürgerstiftung Schleiden und kommen den Bürgerinnen und Bürgern im Sinne der Stiftungszwecke zugute. So ist der Bürgerwindpark Schleiden ein weiteres Leuchtturmprojekt für regionale Energiewende und die Wertschöpfung vor Ort.